Hier haben wir also eine Aufgabe aus dem Buch. Ich habe das jetzt aber nicht vom Buch direkt übernommen. Ihr müsst also nicht nachlesen. Es reicht, wenn ihr euch anschaut, was hier dran steht. Wir haben den Punkt C, da ist nur die x-Koordinate gegeben. Das heißt, der ist mal wieder abhängig. Wir haben ein abhängiges y und wir haben zwei feste Punkte a und b. Und wir wissen, dass das Dreieck gleichschenklig sein soll mit Basis AB. Basis AB heißt so viel wie, das ist die Seite, die eben nicht gleich lang ist wie die andere. Die anderen beiden Seiten müssen gleich lang sein. Also der Aufgabe ist es natürlich zu zeichnen bei der A. A und B sind ziemlich schnell eingezeichnet. Jetzt heißt es im Text auch noch nicht zeichnen, sondern es heißt konstruieren. Ja, und ein gleichschenkliges Dreieck, hoffentlich kommt da bei euch sofort das Signal, ein gleichschenkliges Dreieck kriege ich, indem ich die Mittelsenkrechte konstruiere. Das heißt, über AB hier die Mitte nehmen und die Senkrechte dazu konstruieren. Das heißt, da drauf, da müssen jetzt meine Punkte liegen, damit es ein gleichschenkliges Dreieck ergibt. Das ist eine Bedingung. Die zweite Bedingung steht hier. Ich weiß, dass mein Punkt C irgendwo auf 2,5 als x-Wert und y ist variabel. Das heißt, irgendwo hier muss er durchgehen. Liegt also quasi auf einer parallelen zur y-Achse durch den x-Abschnitt 2,5. Das heißt, da muss mein Punkt C liegen und damit es ein gleichschenkliges Dreieck ergibt, muss mein Punkt C natürlich auch auf dieser Geraden liegen. Das heißt, dort, wo sich beide schneiden, nämlich hier, da muss mein Punkt C, in dem Fall halt C1 sein, aber wir werden keinen dann zweiten nennen, haben, keinen zweiten Punkt C, sodass das jetzt unser gesuchter Punkt C ist. Und damit kommen wir auch schon zur Aufgabe B. Da sollen wir die Seitenlänge AC und BC in Abhängigkeit von Y bestimmen. Also wie lautet AC? Wie lautet BC? Die Schwierigkeit daran ist, dass das Ganze jetzt funktional abhängig ist. Wir wissen aus der Formelsammlung von Seite 43, wie man so die Streckenlänge berechnet, nämlich über die Formel xb minus xa in Klammern zum Quadrat und so weiter. Das, was wir bei der Länge einer Strecke die letzten Stunden immer gemacht haben. AC habe ich jetzt hier mal ein bisschen ausführlich aufgeschrieben. Ich muss wieder die x-Koordinate vom zweiten Punkt, 2,5, aufpassen, ja, dass ich hier das andersrum geschrieben habe, dass ich da nicht dumm durcheinander komme, aber immer den zweiten Punkt erst anschauen, also davon dann den x-Wert nehmen, davon den x-Wert vom anderen, vom ersten Punkt abziehen, minus, da muss ich eine Klammer setzen, minus 2, hier steht ja auch minus 2, und das Ganze dann in Klammern zum Quadrat. Hinten dran ist es der y-Wert von c minus der y-Wert von 0 gibt y minus 0 in Klammern zum Quadrat. Und jetzt ist es nur ein Zusammenfassen. Das hier vorne gibt 2,5 plus 2 und das zum Quadrat gibt 20,25. Hinten geht es die 0 raus, also y Quadrat. Und damit habe ich die Länge von AC in Abhängigkeit von y. Die Strecke BC, die ist mit einem kleinen Kniff versehen. Es geht wieder genauso los. Ich habe 2,5 als x-Wert von c minus diesmal den x-Wert von b minus 4 und hinten habe ich den y-Wert von c minus minus den y-Wert von b. Soweit, so gut. Da vorne ist es noch relativ einfach. Hier hinten muss ich aufpassen, denn da steht jetzt doch nichts anderes als y plus 2 in Klammern zum Quadrat. Und da dürfen wir nicht einfach auflösen, denn dahinter verbirgt sich eine binomische Formel. Das heißt, vorne ist es noch klar, 1,5 zum Quadrat oder minus 1,5 zum Quadrat ergibt 2,25. Und hinten gibt es ein y Quadrat plus 2 mal y mal 2, denn hier steht ja nichts anderes als plus 2, also 4y plus 4. Könnte jetzt ein Kniff sein. Denkt nur dran, dass aus minus minus 2 wird plus 2 und deswegen kann ich das dann hier so umschreiben. Was ich jetzt noch machen kann, sind die beiden Werte zusammenfassen. Das spare ich mir aber, das kann man sich denken. Die Strecke BC ist also die Wurzel aus y² plus 4y plus 6,25. Bei der Aufgabe C, da ist jetzt danach gefragt, wir sollen die y-Koordinate von C berechnen. C, dem Punkt soll man berechnen. Könnt natürlich ablesen, es muss 3,5 rauskommen für den y-Wert, aber man muss es eben auch berechnen können. Und da kommt jetzt etwas, was wir noch nie gemacht haben. Ich weiß doch, dass meine Streckenlängen AC und BC gleich lang sind. Denn es ist ja ein gleichschenkliges Dreieck mit AC gleich BC. Das heißt, ich kann doch die gleichsetzen. AC ist gleich BC oder BC ist gleich AC. Die beiden Streckenlängen in Abhängigkeit habe ich hier berechnet.
und habe hier berechnet. Heißt, ich kann sie jetzt hier einsetzen. Da links steht jetzt die Strecke AC, rechts steht die Strecke BC. Kann es natürlich auch andersrum setzen, völlig egal. Und jetzt ist es eine Äquivalenzumformung. Als erstes auf beiden Seiten quadrieren, damit ich mal die Wurzel wegbekomme. Das darf ich, weil ich ja kein Plus außerhalb von der Wurzel habe oder kein Minus. Also steht das hier dran und jetzt wird es einfach. Auf beiden Seiten y² abziehen und die 6,25 rüber, bleibt links stehen 14 und rechts bleibt stehen 4y. Wenn ich das jetzt noch durch 4 teile, erhalte ich daraus meinen y-Wert von c gleich 3,5. Man hätte das Ganze natürlich auch mit geraden Gleichungen aufstellen können, aber das wäre ein bisschen komplizierter gewesen. Es geht ja auch so, wenn ich zwei gleich lange Strecken habe, so ist es ja beim gleichschenkligen Dreieck, dann kann ich eben die Strecken gleichsetzen und damit kann ich auch mein y bestimmen.